Ja, ich muss leider über Mikro mit euch reden, weil ich habe natürlich jetzt mein ganzes Wohnzimmer und mein ganzes Dasein irgendwie verkabelt. Ich habe zwar keine Ahnung, wie es da ausschaut im Moment. Das ist ganz schlimm. Aber naja, was tut man nicht alles. Ich habe auch keine Ahnung, wie das jetzt nachher klingt. Ich habe sowas auf Facebook noch nie gemacht und ich habe mir jetzt das Ganze da mal aufgemacht und her, da, dass ich ein bisschen mitschauen kann mit euch, weil vielleicht der eine oder andere ein Mitteilungsbedürfnis hat. So, und jetzt bin ich zu blöd, wo ist das Lautstärketeil? Man sieht, ich bin voll der Profi. Ich habe ja generell, mache ich das ganz oft, dass ich Konzerte einfach barfuß spiele. Was ich aber noch nie gemacht habe, ist, dass ich in Hausschuhe spiele. Ich finde es irgendwie total geil. Also, ja, ihr könnt mir ja jetzt zuerst einmal schon mal sagen, ob man überhaupt irgendwas hört. Da wären wir jetzt schon für den Anfang einmal geholfen. Hört man irgendwas? Ja, nein, vielleicht. Wo sehe ich da Kommentare? Ich bin völlig überfordert. Super, ich habe keine Ahnung. Alter, 57 Leute. Jetzt bin ich nervös. Ja, gut. Wie gesagt, ich habe jetzt keine Ahnung, wusst ihr seht oder nicht seht oder hört oder nicht hört, weil ich zu blöd bin, die Kommentarfunktion da zu bedienen. Ich kann es wirklich nicht. Ah, Kommentare aktiviert. Ah, hey, cool. Meine Schwester ist da. Käse Dani, der Max, Sandra, ja cool. Ja, das gefällt mir. Jetzt habe ich das auch kapiert. Hey, finde die Sau cool. Was ist das für ein Licht? Ja, das ist Erleuchtung. Lieber Hans. Das ist die technische Erleuchtung, die wo ich heute gehabt habe, in einer katastrophalen Vorbereitungsphase, das irgendwie hinzubringen technisch. Es ist ja schon mal total toll, dass man was hört. Die Frage ist jetzt dann nur, wie sich das jetzt dann mit Musik anhört. Und da ich da hören jetzt gar nichts her, wäre jetzt dann gleich ultra geil ausschauen, weil ich nämlich einen Kopfhörer aufhören muss, solange ich singe. Genau, alles gut. Hey, Huber Andi, Servus. Bernd ist auch da, sau cool. Ja, das ist echt komisch. Ich bin nervöser wie normal, wenn ich einen Auftritt habe. Erstens, es hat jetzt alle in meinem Wohnzimmer. Das ist total befremdlich. Oh ja, und ich habe versprochen, dass er mir sprachlich etwas Mühe gibt für die nicht ganz bayerischen Zuschauer. Also, ich werde mich zusammenreißen. Ich sehe schon, das wird nichts. Ja. Ich würde sagen, bevor ihr jetzt noch lang schnodert, ich probiere jetzt das einfach einmal aus, ob das mit dem Spielen überhaupt hinhaut. Und ihr könnt mir ja dann da reinschreiben, ob das funktioniert oder nicht. Jetzt werfen wir da einmal die Schüsseln da auf den einen. Moment. Aha, jetzt. Aha, okay. Gut. Ich würde sagen, wir probieren wir das jetzt einfach mal aus, oder? Kann ja nur schief gehen. So, jetzt muss ich da irgendwelche Knöpfe drücken, gell? Ja, ich drücke jetzt einfach mal irgendwas. Und dann schauen wir mal. Ich nehme jetzt einfach mal irgendeine Nummer, die wo ich. Was nehme ich denn? Ich fange mal mit etwas an, was, glaube ich, thematisch super passt, weil ich habe nämlich das technisch halt absolut perfekt gebracht bis jetzt. Also nehmen wir jetzt einfach mal perfekt und dann schauen wir mal. Wenn es euch eins reißt und auf einmal alle weg kann, dann weiß ich, dass es nicht funktioniert hat. In diesem Sinne probieren wir das jetzt. No, I don't want to play.
so foolish. They make such mistakes. They're much too eager to give their love away. Well, I have been foolish for too many times. Now I'm determined, I'm gonna get it right, yeah. Young hearts are foolish, they make such mistakes. They're much too eager to give their love away. Well, I have been foolish for too many times. Now I'm determined, I'm gonna get it right, yeah. Das ist echt cool. Das macht Spaß. Ich glaube, das mache ich jetzt immer. Das gefällt mir. Also, ich lese mal kurz hinterher, weil irgendwie bin ich da echt gerade, weiß ich nicht. Ich schreibe zu viel. Leck mich am Arsch. Entschuldigung, habe ich das jetzt laut gesagt? Ups. Boah, so viel Leid. Ihr seid so richtig cool. Hans Geisinger, Musikwünsche. Boah, machen wir es so, die sammelt man. Ich habe jetzt mit Sicherheit nicht mein ganzes Wohnzimmer umgebaut, um das jetzt noch einmal zu machen. Ich mache das jetzt immer. Wenn ihr Musikwünsche habt, ihr könnt mir es gerne per Messenger schreiben. Vielleicht schaffe ich das dann beim nächsten Mal. Wolfgang Hürzinger, kann ich ein Autogramm haben? Wolfgang, du rockst. Das kriegst aufs Bauchi. Wenn du wieder in der Arbeit bist, das machen wir. Ich komme gar nicht mit dem Lesen mit. Wahnsinn, ich muss jetzt da tatsächlich einmal Lesen abbrechen. Noch mal kurz zu der Intention, warum ich das mache. Mir geht es nicht darum, ich will jetzt da weder für mich oder für meine Band Spenden sammeln. By the way, von meiner Band natürlich auch liebe Grüße, wir würden gerne miteinander für euch spenden. Aus gegebenem Anlass ein bisschen blöd im Moment. Aber nichtsdestotrotz, liebe Grüße von alle. Wir haben alle gesund bis jetzt, Gott sei Dank. Es geht alle gut und in diesem Sinne bin ich jetzt quasi Frontvertretung für alle. es geht mir in erster Linie darum, wir sollen alle daheim bleiben, zu Hause bleiben, damit wir die ganze Scheiße, oh, jetzt habe ich schon wieder Scheiße gesagt,
Ich mache mich schon wieder voll zum Brot, egal. Ich glaube, in dem Fall darf man echt Scheiße sagen. Dass wir die ganze Scheiße möglichst schnell umbringen und keinen Lagerkoller kriegen. Das finde ich ja übrigens total geil. Was tue ich? Ich bin eigentlich immer ein Lagerkoller. Also, Mama, das mit dem Namen, ja, Scheiße. Kann ich nicht ändern, okay. Auf alle Fälle, wir müssen alle daheim bleiben. Und ich glaube, wir als Musiker haben die Möglichkeit, dass wir da ein bisschen einen Teil dazu beitragen, dass das Ganze nicht ganz so fad wird. Genau. Und dementsprechend, ich will keine Spenden nicht, unsere Band will keine Spenden. Nein, wir bitten eigentlich nur darum, unterstützt die Leute, die jetzt noch arbeiten müssen. Das sind Leute, die in der Pflege arbeiten, die im Krankenhaus, in Arztpraxen arbeiten. Die könnt ihr am besten dadurch unterstützen, dass ihr einen Arsch zu Hause lasst. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, unterstützt bitte die lokalen Geschäfte. Unterstützt unsere Bäcker, unsere Metzger, unsere Restaurants, unsere ganzen kleinen Geschäfte, die Klamotten für euch haben und so weiter und so fort. Auch wenn man da jetzt im Moment nicht hingehen kann. Aber es gibt auch eine Zeit nach dem ganzen Schrott jetzt da. Und dann braucht eigentlich der lokale Händler, damit unsere aller Arbeitsplätze erhalten bleiben können. Und das können wir nur miteinander, indem dass wir mal nicht auf Amazon suchen oder nicht auf eBay schauen, sondern indem dass wir mal wieder in die Stadt rausgehen und da etwas kaufen, auch wenn es vielleicht um 5 Euro mehr kostet, aber da hängen unsere Arbeitsplätze dran. Und das ist der Grund, warum mir der ganze Schrott eigentlich eingefallen ist. Genau. Ich habe vorher schon irgendwas gelesen von Halleluja. Wer war denn das? Ja, ich als Mama. Mama, heiß geliebtes Halleluja. Ja, da kann ich fast nicht nein sagen, gell? Das ist für mich auch zum Beispiel so ein Fall. Meine Mama, wir haben auch einen Familienbetrieb zu Hause, ein Familiengeschäft. Wie ganz viele andere da draußen. Wenn einer Turnschuhe braucht oder eine Jogginghosen, das ist jetzt Werbung in eigener Sache, sorry. Dann ging es zu meiner Mama, die ist nämlich genauso cool wie ich. Genau. In diesem Sinne, dann würde ich sagen, dudelt mal wieder ein wenig, weil zum Reden bin ich nicht da. Aber das könnt ihr auch mal machen, so Domian-mäßig. Hey Pamela, fahr noch blond, das ist auch eine gute Idee. Aber jetzt kriegt auf alle Fälle meine Mama erst einmal ihre Halleluja. So, jetzt muss ich wieder Knipfel drucken. Ich muss mich da anders anrichten, das sehe ich schon. Das ist blöder, so wie das da ist. Aber das wird schon werden. Knipfeldrucker. Und vor allen Dingen so viel Knipfeldrucker. Oh Gott. Aber das wird schon. Jetzt bei so wacht. Ich kann jetzt gerade nicht mitlesen, weil ich druck nämlich gerade Knipfel. Aber ich bin da für euch. Genau. Okay, dann probieren wir das. Schauen wir mal. Gleich so eine Nummer am Anfang, Gott. Well, I heard there was a secret chord David played, and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? Goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lead, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair. She broke you from, and she cut.
Ich habe so gar keine Ahnung, was ich für Flattern habe. Das ist irre. Ja. jetzt muss ich schon wieder lesen. Ist halt so cool. Oh, Sandra ist auch da. Super. Schön. So viel Leute. 154 Menschen. Hey, es sind 154 Menschen, die gerade ihren Lagerkoller mit einem richtigen Koller verbringen. Es fetzt sich. Finde die super cool. Danke. Auch Gott, Tanja Bulschak. Hamburg ist auch da. Nicht weinen. ja, ich habe ja vorhin gerade gesagt, wir als Band wollen keine Spenden. Dazu stehe ich. Das hat auch den Grund, weil jeder von uns noch eine andere Arbeit hat. Noch. Gott sei Dank. Toi, toi, toi. Aber ich möchte auch daran erinnern, es gibt ganz viele, viele Künstler, nicht nur Sänger, sondern es gibt viele Fotografen, es gibt ganz viele selbstständige Menschen, die ich als Künstler oder Kunstschaffend bezeichne. Die stehen seit Anfang dieser Katastrophe ohne alles da. Die haben keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld. Die haben keinen Anspruch auf Ausfallgelder, auf Stornogebühren oder sonstiges, solange da behördliche Anordnungen da sind, kriegen diese Leute kein Geld. Ihr könnt denen Leute dahingehend helfen, wenn ihr beispielsweise Konzertkarten gekauft habt, gebt sie nicht zurück, behaltet sie. Ob ihr jetzt hingegangen wart oder nicht, für euch ist vielleicht ein verlorener Abend vor zwei Stunden, für die Leute ist das jetzt wirklich existenziell bedrohend. Und ganz viele Künstler schließen sich jetzt da schon an und machen online irgendwelche Sachen. Macht's da bitte mit. Hey, Strobi Money. Strobi Money, auch ein saugeiler Musiker. Freut mich unmännlich. Wenn Musiker einschreiben, hey, wir machen eine Watchparty, wir machen ein Online-Konzert für euch. Und die Musiker haben vielleicht auch schon verlauten lassen, sie haben derzeit keine Einnahmen. Und die Leute können spenden. Oder ihr könnt ein bisschen Geld zusammensammeln und die Krankenschwestern und Ärzte einmal, wenn die mal wieder ein bisschen Ruhe haben, ein Trinkgeld vorbeibringen. Die kriegen nie Trinkgeld. Und in der jetzigen Zeit könnt ihr bei eurem Bäcker ums Eck Semen bestellen fürs Frühstück.
oder auch einen Metzger anrufen und sagen, hey, bring mir mal ein geiles Wammerl vorbei. Das könnt ihr jetzt machen. Und das, Cengiz, servus. Und das sind Sachen, die in der jetzigen Zeit unterstützen. Und das andere ist, einfach keine Panik nicht verbreiten. Cool bleiben. Wann hat man der Welt schon mal helfen können? Indem, dass man seinen Arsch auf seiner Couch lässt. Das ist so Hammer. Einfacher wird man kein Superheld, Leute. In diesem Sinne, der Haslinger Sepp, welche Ehre. Haslinger Sepp, ein riesengroßer Musiker. Freut mich närrisch. Ich habe vorher von der Pamela schon gelesen, WhatsApp auf die alten Zeiten, wie ich noch ganz furchtbar unterwegs war. Also nicht musikalisch, sondern privat. Haben wir eine ganz geile Kneipen gehabt in Bodenmeis, das war das Filou. Und egal in welchem Zustand, die Leute haben mich da drin immer singen lassen. Was vielleicht auch ein Grund ist, warum ich das jetzt mache, was ich heute mache. Gott sei Dank, danke. Und unser Filou-Nummer war immer WhatsApp von den Fahnen und Blondes. Weiß ich gar nicht warum. Aber die Nummer ist, ja, cool. Hey Conny, unsere Homepage Zaubermaus. Ah ja, das können wir machen. Aber ich würde sagen, WhatsApp, das ist auf alle Fälle was für die gute alte Zeit und das machen wir jetzt einfach. Jetzt weiß ich ja schon, wo ich drücken muss. Hier Lux, einer der Filou-Kandidaten. In 5 years I'm alive and still trying to get this great big hill for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made of this brotherhood of man. For whatever that means. And so I cry sometimes when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head. And I'm feeling a little peculiar. And so I wake every morning and I step outside and I take a deep breath. Was sind die Mitsinger-Kinds?
schauen 181 Leute zu, die müssen jetzt ungefähr ein Foto haben, weil es war immer. Entschuldigung, ich bin jetzt gerade richtig sentimental geworden kurz. So viel Leid, Wahnsinn, muss man schnell, ohne Werbung. Der Peti hat den TV ausgemacht. Wow. Mal kurz lesen da. Ach, so viel coole Leid. Der Tätowierer meines Vertrauens ist da. Tattoo-Studio, Alex, in Bodenmais. Also wer auch so geile, bunte Sachen haben möchte, da haben wir wieder bei Support Your Local Business. Oh, meine ganzen Salsa-Leute sind da. Brutal geil. Es hat so cool. Reisegruppe hässlich. Ja. Absolut cool. Oh, Wahnsinn. Ich komme gar nicht mit dem Lesen. Ach Gott. Oh, Beisch Armin, mein Herzibär. Mein Herzibär. Viel Grüß aus Passau, Hackelberg. Viele Grüße aus Vilshofen zurück. ja, ich glaube, den ganzen Schmarrn, den ich sagen will, den habe ich auch schon gesagt. Sonst würde ich da gerade zu, ach, nicht heulen, Sabine. Ich darf nicht, man nur mehr mitlesen, sonst muss ich auch heulen. Genau, alles, was ich sagen will, glaube ich, habe ich schon gesagt. Ich sage es nochmal. Support your local business und unterstützt eure lokalen Musiker und Geschäftel und lasst euren Arsch daheim. Das ist das Beste, was ihr tun könnt. Und dann könnt ihr euch auch so Katastrophenmenschen wie mir anschauen. Mein Ex-Mann hat heute schon gesagt zu mir, du machst dich heute richtig zum Brot, oder? Ja. Ja. Ich mach mich heute richtig zum Brot. Theresa Moser, Hochzeit am Wolfgangsee. Ja, genau. Doris, Halleluja, haben wir schon gehabt. Support your local Sepp, genau. Ich schaue jetzt einfach mal, was mir da noch so einfällt. Es gibt so viele geile Nummern. Eine möchte ich euch aber auch noch ans Herz legen. Die bedeutet mir persönlich unmeinlich viel, weil das eine der ganz, ganz wenigen Beerdigungen war, die wo ich jemals gespielt habe. Und in der Zeit jetzt, wo man mehr Zeit für sich hat und zu Hause auch viel Zeit verbringt, denkt man vielleicht auch mal wieder ein bisschen an die Menschen, die wo nicht mehr da sind, die wo schon vorgegangen sind. Und das ist auch ein Grund, warum wir unseren Hintern jetzt zu Hause lassen sollten, damit wir danach noch alle da sind. Und der Song bedeutet mir unmeinlich viel. Ja, wer auf der Beerdigung war, der weiß, für wen er ist. Und deswegen schenke ich den jetzt einfach. Ist übrigens aus Stadt der Engel.
so tired of the straight line that every way to there's vultures and thieves at your back. The storm keeps on twisting. You keep on building the lies that you make up for all that you lack. It don't make no schreibt so viel, das ist der Wahnsinn. Ich komme überhaupt nicht mit. Das ist irre. Das ist irre. Oh, unsere Familie Reichert. Mein Gott, ne. Wahnsinn. Anouk oder so. Ja, eh klar. Mein Papi. Der muss knallhart, gell. Mm. Mal schauen, was dann noch so ist, Kim. Absolut cool, so viel Leute, Wahnsinn. 170 Leute immer noch, die wo da zuschauen. Brutal. Max Kröll, ja, das kann ich weitergeben. Ein Gruß an alle BRK-Einsatzkräfte da draußen. Richtig. Was ist im Moment alles dort für uns da draußen? Alle Ärzte, Pflegekräfte, Krankenschwestern, aber auch die ganzen Leute, die im Moment im Supermarkt stehen und dieses scheiß Gehamstere aushalten müssen. Brutal. Das ist Wahnsinn. Das sind immer so Berufsgruppen gewesen, wo man gesagt hat, naja, geil, ach mei, was werden sie die beschweren, dass die zwingend Lohn kriegen. Die haben ganz laut geschrien, dass völlig überarbeitet sind, dass zu wenig Personal haben, dass total überlastet sind. Und jetzt sind da kommt es da auf jeden da draußen an. Ich hoffe ganz stark, dass sie da nach dieser ganzen Katastrophe dahingehend in den Jobs, wo es tut, dass die Leute auch tatsächlich mal so bezahlt werden, wie es ihr zusteht, weil ohne die Leute hat man mir nämlich jetzt alle, entschuldigt den Ausdruck, gnadenlos verrecken. Und ich glaube, dass jetzt vielleicht sogar der Letzte kapiert hat, dass das etwas ist, was wir unterstützen müssen. So, ich schaue jetzt mal da mal wieder rein. ich habe vorher einen Liedwunsch gesehen. Auf den habe ich jetzt irgendwie auch Bock. Muss ich mal kurz suchen. Auf den habe ich jetzt irgendwie auch Bock. Der Song ist von einer Sängerin namens Alicia Keys. Und ist einer meiner persönlichen All-Time-Favorites. Der ist zwar jetzt auch noch nicht so alt, aber ein bisschen was hat er schon auf dem Bugel. Aber ganz ehrlich, Alicia Keys geht immer.
Also für mich zumindest. Und ich meine, die Frau hat ja unendlich viel tolle Sachen musikalisch schon produziert und gemacht. Aber das ist definitiv für mich eines der herausragendsten Stücke, die was jemals gemacht hat. Und ja, ich würde sagen, hört es euch einfach um. Wenn euch nicht gefällt, ihr wisst es eh, ihr könnt es ausschalten. Ich hoffe natürlich, ihr tut es nicht. Aber der Song heißt Empire State of Mind. Geiles Stück. Oh. Ich vergiss das irgendwie, dass so viel Leute zuschauen. Mach nix. Ja, ich habe ja gesagt, pünktlich zur Primetime könnt ihr jetzt dann zum Fernseher wechseln, ohne dass ihr euch wahrscheinlich großartig bewegen müsst. Walter Hilkinger. Schön, dass es die auch gibt. Strill Markus, Hochzeit 2021. Wir freuen uns auch.
Wir freuen uns über alle, die uns jetzt im Moment die Stange halten, über alle unsere Brautpaare und Veranstalter, die gesagt haben, hey, wir bleiben bei euch, ihr bleibt bei uns. Wir lassen niemanden allein. Und das ist auch schön, dass uns jetzt keiner allein lässt. Und das ist eine unbändig wichtige Message, glaube ich, die wo man untereinander auch bringen muss. Hey, nehmt mal wieder das Telefon in die Hand, ruft euch an. Ich habe heute vom total lieben Menschen, den ich beim Salsa-Tanzen kennengelernt habe, vom Alex, bevor der ganze Zirkus da angegangen ist, noch einen Anruf gekriegt, wo er mir einfach nur noch sagen wollte, dass er das total geil findet und total toll findet und dass er mich lieb hat. Jetzt kriege ich gleich wieder ein Bettel in die Augen. Sagt euch das immer wieder, dass man sie lieb hat, dass man sie mag, dass man sie wichtig ist. Das, glaube ich, merkt man jetzt auch in so einer Situation, wo man so isoliert wird, wo man abgeschieden ist. Manche Leute haben zumindest noch einen Partner daheim. Gut, das kann jetzt Glück oder Strafe sein. Manche Menschen lernen sie jetzt zum zweiten Mal kennen, die wo eigentlich miteinander wohnen. Keine Ahnung. Auf alle Fälle, nehmt euch das zu Herzen. Redet wieder mehr miteinander und ruft euch mal wieder an oder ruft auch mal jemanden an, den ihr schon lange nicht mehr angerufen habt oder auch schon lange nicht mehr gesehen habt. Das ist jetzt eigentlich eine total geile Zeit für sowas. Damit das Fernsehprogramm nicht gestört wird, kriegt ihr jetzt noch eine Nummer von mir und dann ist gar. Oh, fühl dich begleitet. Huck dir ein Schlagzeug. Sepp, mach das. Super geil. Ich hab die auch lieb, Ilkay. Absolut. Und Hamburg habe ich auch lieb. Es kriegt jetzt noch eine Nummer. Boah, wow, Wahnsinn. Fast 200 Leute, die zuschauen. Es ist unbändig, wie mich das da mitnimmt. Ich kann das gar nicht beschreiben. Das ist Hammer. Brutal. Gibt es das auch an die Leute da draußen weiter? Ich singe zwar jetzt da gerade für euch und mache mich da voll zum Brot, aber es gibt mir da gerade so viel zurück, das ist der Hammer. Wahnsinn. So was glaube ich habe ich noch nie gehört. Jetzt bin ich total sprachlos gerade. Ich habe noch eine Nummer ausgesucht, die mache ich auch schon sehr, sehr, sehr lang und habe ich eine Zeit lang eigentlich gar nicht mehr gern gesungen, weil ich mir irgendwie abgekehrt habe dran. Oder auch abgesungen habe dran. Oh, leck, mir steht überall was. aber mittlerweile mag ich die Nummer eigentlich wieder unheimlich gern. Und es ist eine der besten Nummern, glaube ich, die je von einer weiblichen Künstlerin auf den Markt gebracht worden ist. Und die möchte ich jetzt gern schenken. Das ist ein 80er. Und Lorena, ich liebe Brot. Ja, Brot für die Welt. Ja, Käse Stefan. Das ist einer von den Bäcker, der wo momentan für euch da ist und der wo euch geile Semmeln und einen geiler Kuchen macht. Absolut geil, Familie Käse. Nicht vergessen. Was wollt ihr da? Ich wollte singen. Richtig, ein 80er. Ich singe einfach, den kennt sowieso alle. Stand.
like a heat wave. White lightning, bound to drive you wild. Mama's babies in the heart of every schoolgirl. Love me tenderly, some crying in the eye. The way you moved, it was a sin. So sweet and true, always wanting more, yeah. He'll leave you longing for black velvet and a little boy's smile. Black velvet with that slow southern style. A new religion that'll bring you to your knees. Black velvet, if you please. Every word of every song that he sang for you. In a flash he was gone. It happened so soon. What did you do? Scheiße, 300 Leute. Welcome Ireland also, lads. How you doing? Black velvet and a little boy's smile. Black velvet with that slow southern style. A new religion that will bring you to your knees. Black velvet, if you please, oh. Genau. Krass. Jetzt sind dort immer mehr. 336 Menschen. Ich kann schon nicht mehr reden. Zugabe Scheiß auf Fernsehen. Brutal. Wahnsinn. Silvia Meier. Meine Bandkollegin Silvia Meier kann nicht dabei sein. Genauso wie der Wolfgang Scheuer. Wahnsinn. Das machen wir auf alle Fälle einmal, wenn das technisch irgendwie möglich ist, mit der ganzen Band. Bitte. Wir wollen Lagerkoller live. Brutal. Tobias Kuxo, West Coast Swing. Ja, ich, das Brot auf der Tanzfläche, wenn es um West Coast Swing geht. Wer mal nach dem ganzen Schrott wieder einen Tanzlehrer braucht, der wo euch umwirft, das quietscht's. Der Tobias Kuxo ist da absolut prädestiniert für sowas. Putzelchen nicht weinen, ja. Weitermachen, Zugaben und ein Nook. Wahnsinn. Leute, ich kann weder so schnell. Soll ich den BR zuschalten? Ach Gott, Michi, nein, bitte tu es nicht. Oh, Michi, der Michael Philipp Strassmann, mein Sonnenschein, da fällt mir ja direkt eine Nummer ein für den Michi. Oh, ja. Entschuldigung, dass ich jetzt gerade so laut wird, aber das ist ja, da muss ich ja, also ihr müsst wissen, Michi moderiert beim BR-Radio eine der coolsten Sendungen überhaupt. Das ist der absolute Oldie-Spezialist, der, ich glaube, jeden Schlager auf dieser Erde kennt und wahrscheinlich auch die ganzen Künstler dazu. Auf zu sabbeln. Ich muss ja da zwischendrin auch mal Technik bedienen, Kinder. So, seht ihr eigentlich, wie viele iPads das ich da habe? Genau. Und das ist ein Song, der ist jetzt für Michael Philipp Strassmann. Leute, der gefällt ihm hoffentlich schon. Ich kann jetzt eigentlich nur verlieren. Aber ich finde ihn cool. Ja, machen wir jetzt einfach. Ich überzirke. Nein, ich überzirke noch nicht, 20.10 Uhr. Genau.
Der Song ist im Original von der Trudi her und heißt Ich will keine Schokolade, wo es jetzt nicht heißt, wenn mir jemand Schokolade bringen möchte und natürlich Corona freundlich vor die Haustür stellen möchte. Gern. Aber der Song heißt Ich will keine Schokolade. Ich lebe ohne Halt zu leiden und habe nie ein Rendezvous. Ich gehe höchstens mit den Eltern ein Stück spazieren ab und zu. Mein Vater sagt, das muss so bleiben und dafür schenkt er mir Konfekt. Doch neulich platzte mir der Kragen, weil mir Konfekt nun mal nicht schmeckt. Ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Mann. Ich will einen, der mich küssen und um den Finger wickeln kann. Ich hatte neulich gerade Geburtstag und diesen Tag vergesse ich nie. Denn alle Tanten und Verwandten, die waren mit von der Party. Sie brachten Rosen und Narzissen und Schokolade zentnerschwer. Da hat's mich plötzlich vorgerissen. Ich schrie, ich will das Zeug nicht mehr. Ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Mann. Ich will einen, der mich küssen und um den Finger wickeln kann. Ich kaufte Sonntag auf dem Hummel für 20 Pfennig mir ein Los. Ich hab auch wirklich was gewonnen. Die Enttäuschung über Gott, denn ich gewann nur einen Teddy aus Schokolade und Marzipan. Den schmiss ich wütend in die Menge und schrie den Losverkäufer an. Ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Mann. Ich will einen, der mich küssen und um den Finger wickeln kann. Ich will einen, der mich küssen und um den Finger wickeln kann. Ich will keine Schokolade für Michi, Michael Philipp Strassmann. Radiohirn ist momentan auch absolut cool, weil man hat wieder Zeit für sowas. Und es gibt tatsächlich noch Sender, die Musik spielen. Ja, ihr Lieben, Adrian Kreuzer, ja, hey, warum fragst du, ob mich ich noch an die erinnern kann? Der Mann, der den Klorollen-Song jetzt überhaupt online gestellt hat, ein Riesenvorbild. Leute, wer gute Unterhaltung möchte, auch ein Bombenmusiker und Entertainer. Adrian Kreuzer kann ich nur empfehlen. Ihr habt jetzt so viel Zeit. Wühlt mal Facebook durch und schaut euch mal an, was wir für geile Künstler in der Umgebung haben oder generell in Bayern haben. Und der Adrian Kreuzer, der Sepp Haslinger, das sind alles so Kollegen, wo ich sage, hey, Hut ab, so innovativ, so kreativ. Und die haben alle von uns daheim, Leute. Die brauchen wir nicht von außerhalb, wir haben die selber. ja, in diesem Sinne, ich bin jetzt tatsächlich fast schon eine Stunde da bei euch. Ich darf das für heute gerne beenden, weil wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Ich darf sagen, wenn ihr Lust habt und euch hat das heute gefallen, dann wiederholen wir doch das. Ich gehe zwar jetzt noch ganz normal in die Arbeit, Gott sei Dank. In diesem Sinne auch einen Gruß an meine Arbeitskollegen und vor allen Dingen auch an unsere Chefin und an unseren Chef. Die uns die Stange halten, denen wir die Stange halten. Wir ziehen wir durch, wir haben weiter für euch alle da. Und unsere Chefs haben für uns da. Danke, danke. Und wenn ihr Bock habt, dann schreibt mir einfach einmal ein paar Liedwünsche, ein bisschen eine Stoffsammlung. Und dann schauen wir mal, ich schreibe euch einen neuen Termin für Runde 2. Vielleicht machen wir die ja schon morgen. Vielleicht treffen wir uns einfach morgen auf Nacht nochmal, alle in meinem Wohnzimmer.
Da haben wir. Da passen normal gar nicht so viele Leute rein und jetzt sind da im Moment 272 Menschen herin. Hammer. Ich sage vielen, vielen, vielen Dank für das, dass ihr eine Stunde eurer Zeit mit mir verbracht habt. Wenn ihr Bock habt, sagt es weiter. Und lasst euch vielleicht auch was einfallen. Jeder von euch kann irgendwas. Und da halten wir uns gegenseitig, wir bringen die Zeit rum und wir halten zusammen. Weil wir sind ein Bayern. Verdammt noch nein. Wir kümmern das. Und wenn wir alle ein bisschen mit tun, dann wird das was. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen wundervollen Abend. Lasst es euch gut gehen, egal was ihr heute noch dort, egal ob alleine oder im Rudel, also im häuslichen Rudel natürlich. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns vielleicht morgen wieder. Danke, dass ihr mir zugehört habt.